Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Wir beenden den Tag direkt. Los geht. Und dann schauen wir mal, was hier war. Es war ja ganz okay, der Tag. Ja, 4, 6, nee, eigentlich nicht. So, Steaks, Koteletts und Wasserflaschen. So, die 2,90 sind 3,10. So, und dann die beiden Koteletts und Steaks. Ja, selbst Sam gibt das zu. Das sind dann 12. Okay, und hier unten nochmal 40. So, zack, alles klar. Da müssen wir ein bisschen runtergehen. Und dann, ja, mal lucht ihr mal weiter hier. Füllt mal auf. Dass hier alles ZZ geht. So, die Farbe, ja, die können wir dahinter stellen. Wobei eigentlich können wir auch. Jetzt gar nicht im Weg, ne? Das ist gut. Okay. Okay. Ja, ich bin auch jetzt auf DLCs aufmerksam geworden von meinem Recyclinghof. Da werde ich gleich nochmal wieder reingucken, was sich da so getan hat. Vielleicht ist es ja auch was für euch. So, jetzt mal gucken. Jetzt müsste der wahrscheinlich hier vorne stehen. So, haben wir irgendwas leer? Ja, hier die Koteletts sind leer. Einiges leer, ne? Wir gucken hier durch. Ist dann wird es hier einiges sein. So, zack. Mehr geht noch. Nudeln. Oh, schon voll. So, Eier, Makrone. Okay, das ist ja komplett schon mal durch. Mal gucken, was wir jetzt alles hier haben, bevor wir es jetzt bestellen. Bevor wir den Rest bestellen. Ist ja schon sinnvoll zu wissen, was ist noch da, ne? Auch die Koteletts sind ja schon einige, die wir jetzt hier haben. Naja. Welche Nudeln müssen wir mal gucken. Sind da drin? Läuft auch. So. Ich hoffe, dass wir den Spielstand haben vom mein Recyclinghof. Das wäre schon ganz cool. Okay. Haben wir das eingeräumt? Das Gemälde ist noch da. Drüben ist auch noch was da. Das heißt, es dürfte nicht ganz leer sein. Okay. Lass die räumen erstmal schön ein. Wie gesagt, unser Ziel ist ja hier nochmal die zwei Elemente wegzukriegen. Wobei wir hätten auch Platz, hier nochmal Produkte mit reinzunehmen. Lager hat auch Platz, aber die Frage ist, was? Ich möchte jetzt nicht einen Euro-Artikel also da drin haben. Was haben wir denn da noch? Produkte verwalten. Sensen. Bücher ging auch gut, aber ich glaube, da sind wir noch nicht, ne? Ne, bei Büchern sind wir noch nicht. Kommen, glaube ich, erst ja hier kommen die Bücher. Bei Büchern sind wir nicht. Chips, Kartoffelchips, ja, die sind, glaube ich, auch nicht so teuer. Soda. Zucker hätten wir noch, hellbraun. Kaffee hätten wir noch einen. Da hätten wir noch viermal Soda. Wir tun dafür auch den Platz nicht. Hier ist so ein Euro-Artikel-Dings, wobei da können wir eh nicht rein. Schinken, Käse, Hackfleisch.
Hier wäre Wodka zumindest interessant. Aber wir müssen dann ja alles anbieten. Glaube, das wäre interessant hier. Kostet natürlich auch ein bisschen, aber da hätten wir noch mal Kaffee, hellbraunen Zucker. Viermal Getränke, die könnten man ja eigentlich am Anfang erstmal hier vorne. Ne, den Kühlschrank haben wir hier nicht mehr. Ja, die können wir wieder hinstellen. Den würde ich sogar dann da vorne hinstellen, weil wir ja da hier verschiedene Getränke drin haben. Oder wir nehmen ne Wasser nicht. Eigentlich passt das ganz gut dorthin. Ne? Überlegen, wie kriegen wir es schön hin? Also den Zucker, den kriegen wir schon hier mit rein. Ne? Das heißt, wir nehmen einfach hier. Hier haben wir ja verschiedene Wände. Es reicht ja eine Wand von jedem und dann machen wir hier vorne einen von jedem rein oder so. Das heißt, das erstmal raus, dann einen drin lassen. Und bei dem Weißen hier das auch raus. Auch beim Kaffee können wir das so machen. Wir könnten auch, aber da gibt es da, ist dann das da. Ah, ich bin gern den mit hier dran, aber dazu müssen wir halt erst ausbauen. Das kostet 16k, das haben wir nicht. Ohne Zucker und Kaffee. Könnten auch hier. Wir machen, ich lass die mal kurz pausieren, die drei. Verwalten, einstellen. So, die machen wir eben. Die soll man nicht rumwerken. So. Dann werken die mal nicht rum. Dann lassen die alles liegen, das ist okay. Also, dann nehmen wir den Kaffee. So. Hätte ich hier gerne. Das ist voll, okay. Das ist jetzt Kaffee 1. Oh, da könnte sogar der Kaffee hin. Und 2. Wie wir dann hier in der Fläche haben. So, dann haben wir nämlich die. So. Das ist jetzt der Kaffee. So. Dann gehen wir jetzt nach hier. Den hätte ich gern einmal hier. So. Die kommt komplett raus. Voll haben, eins,
Blei, so zack. Öl lassen wir natürlich da oben. So. Aber noch Kartons. Sind noch welche? Oh, so. Ja gut, dann haben wir das nämlich raus. So. Jetzt, wir holen die Lizenz jetzt, ne? Also, und zwar hier die Kaffeeröstungslizenz. Dann haben wir nämlich Markt. Dann haben wir nämlich hier nochmal, genau, die Kaffee. Und wo ist der? Oder so? Ach ja. Einmal kaum. Okay. Machen wir hier drüben genauso dann. Das heißt, hier kommt einer so hin. Da oben kann ruhig der noch mal rein, der Schwarze, finde ich okay. Dann brauchen wir hier. Erstmal da rein, dass wir wieder ein paar Kartons haben. So. Weil das können die dann auch gleich machen. Okay. Jetzt gucken wir mal. Wir haben gesagt 13 und 14. 14,50, so, zack, alles klar. Also die Frage ist, was welche Packung. Größer denn der Zucker ist, passt das hier rein? Okay. Das ist alles voll, naja. Und dann muss der noch weg, okay. Voll machen. Machen wir das so. Hoffe, davon haben wir noch genügend. Der hier sieht noch gut aus. So. Da oben den können wir auch lassen. Haben wir doch gar keinen Stoch, haben wir da schwarzen haben wir noch da. Den müssen wir doch trotzdem noch drin lassen. Genau. Wir müssen ja den rausnehmen. Wir müssen ja trotzdem eine Reihe von denen lassen. Das kann er dann. Gerade noch mal gut. Okay, jetzt haben wir hier. So, mal gucken, wo wir den hinpacken. Ich habe ja hier drüber was gesehen, ne? Noch mal so, okay. Den Zucker, guck mal, der ist in kleinen Dingern, komischerweise. Können wir hier reinpacken? Da reicht ja einfach, oder?
machen wir dann dahin. So, der muss jetzt. Hier 6. Ne, 6, 18. So. Alles klar. Dann müssten wir das zumindest schon mal haben. Jetzt habe ich hier die Frage, wie wir das hier machen. Könnte man natürlich ein paar von den Dingern hinmachen. Einfach so ein bisschen was anzubieten. So, Kühlschrank haben wir auf jeden Fall. War hier. Bitte 1, 2, 3, 4, 5. 5. Was du die ist so die Dings noch bekommen, ne? Hier 1, 2, 3, 4. So. Einmal kaufen. Ja, war ganz gut wieder investiert, ne? Irgendwie, ne? Wenn mal was ist, so. Genau, die packen wir jetzt hier rein. Dann haben wir einen Karton hier drin. Und zwei können da rein. Zwei Lager und. Produkte jetzt aufgenommen, ohne zu übertreiben, finde ich. Und die, genau. Oh, hier die Cola. Die lassen wir direkt drin. Das ist die Cola. Hier. Die neu. Logo kann ich mich gar nicht erinnern. Das ist irgendwo neu hingekommen. So. Und next. Eine Tür. Die bei anmachen, ne? Die Frage ist, das machen wir hier unten rein dann noch. Welche läuft denn am besten? Also nee, lass uns erstmal so. Dann haben wir für jeden einen und das passt. Wir müssen noch die Preise einstellen. So. Hier. 3,50, alles klar.
280. Und hier 280. So. Ja. Jetzt machen wir die wieder an. 3 von der Tankstelle. Irgendwas leer. Das können wir mal eben gucken, ob wir einmal hier drin sind. Nö, nö, Nudeln. Das können wir einmal holen. Kaufen. So, jetzt machen wir die wieder an, Leute. So. Okay. Dann müsste es auch wieder losgehen hier. Ich glaube, es geht schon wieder los. Ein paar Sachen sind draußen. Was geht jetzt auf? Ach, warte mal. Runter, was nicht aufgefüllt war, ne? Also die Kaffee brauchen wir auch noch ein bisschen mehr, glaube ich. Aber haben wir auch noch Geld, wir können noch ein bisschen Kaffee holen. Markt. Dann lass die mal auffüllen. Und ja. Wir sind bei 22 Minuten. Ja. Ich hoffe, euch gefällt es trotzdem, was wir hier machen, dass wir jetzt zumindest noch ein, zwei neue Produkte, die hoffentlich zum Umsatz beitragen. Na, jetzt haben wir vorne den Zucker gemischt, den Kaffee gemischt. Den Kaffee haben wir auch neu gemacht, ne? Das kostet sogar mehr, das ist gut. Von daher hoffe ich schon, dass wir jetzt hier schön nochmal ein Licht anmachen. Schön morgen in den Tag gehen. Also mir gefällt es auf jeden Fall, das mit dem Zucker und so. Und dann hoffe ich, dass unsere fünf Kassen hier fleißig piepen morgen. Und dann hören wir uns da wieder. Bis dahin. Tschüss.